Herzlich willkommen zu dem ersten neuen Video im neuen Jahr und damit wünsche ich gleich mal meinen lieben Abonnenten, Zuschauern, Freunden und Bekannten ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr habt das alle gut angefangen. Das erste Video im neuen Jahr, ein Fotowalk und ich bin wie beim letzten Fotowalk nicht alleine, sondern bin in guter Gesellschaft von zwei lieben Freunden. Zum einen ist es der Wolfram, der steht schon hier und zum anderen ist es der Andreas, da muss ich kurz weggehen. Und heute wird es die Schlacht der Firmenmarken Sony gegen Nikon heißt die Herausforderung. Wer macht die besseren Bilder? Nein, ist natürlich Quatsch. Der Fotoapparat ist ein Werkzeug. Heute ist eine ganz andere Herausforderung. Nämlich, ich zeige euch das mal kurz. Das ist die Herausforderung. Wir haben, ja, kein Regenwetter. Wo bin ich? Wir haben zwar kein Regenwetter und es ist einigermaßen von den Temperaturen gut, dass wir draußen fotografieren können. Jetzt hat mich der Gimbal wieder. Wir haben jetzt kein Regenwetter, das heißt, wir können auf jeden Fall rausgehen und können Fotos machen. Wir wissen noch nicht genau, wo wir hinfahren, was wir fotografieren wollen. Also zwei Herausforderungen heute. Wenn ihr wissen wollt, ob es was geworden ist, bleibt dran. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Los geht's. So, da würde ich doch sagen, das hat sich doch schon mal gelohnt. Und da gehe ich jetzt den anderen nach, sonst fahren die ohne mich weiter. Kann den Maske auch mal abnehmen. Und ich hoffe, ihr seht noch ein bisschen was von den Bildern hier. Also wenn ihr wenn ihr in der Nähe von Ludwigshafen wohnt, kommt hierher. Das ist ganz normal die Bahnhofsunterführung. Ah, da kommen meine Jungs. Und hier ist alles schön bemalt. Da kann man bei jedem Wetter quasi herkommen, Fotos machen, bisschen Ideen mitbringen oder abends bisschen Licht. Auch Porträtfotos eignen sich natürlich je nach Motiv. Hier zum Beispiel haben wir so einen tropischen Wald mit den warmen Farben. Also ich denke, da ist für jeden ein bisschen was dabei. Und wenn man einfach nur mal herkommt, wenn ihr Anfänger seid, habt man nicht so oft manuell fokussiert bzw. fotografiert. Das könnt ihr hier alles schön in Ruhe üben. Könnt auch euer Stativ aufbauen. Achso, die sind wieder runter, weil hier geht es dann doch nicht raus. Müssen wir nochmal durch die Unterführung durch. Und dann gucken wir uns jetzt mal auf dem Bahnhofsvorplatz noch um, ob wir da vielleicht noch das ein oder andere interessante Motiv finden können. Und wenn dem so ist, dann seht ihr das auch gleich hier.
So, ich habe euch jetzt mal oben auf die Kamera draufgeschraubt. Ihr könnt ja draufschauen. Und ich bin jetzt hier an dieser Brücke. Und ich finde so Architektur, ja, fotografiere ich gerne. Gerne auch mal aus, nennen wir es mal, komischen Blickwinkeln. Und deswegen habe ich euch jetzt mal da draufgeschraubt. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier irgendwo irgendwas rausbekomme, was mir persönlich gefällt. Ich habe das 20 mm drauf. Also wir sind im Ultraweitwinkelbereich. Und ihr macht jetzt quasi die Bewegungen, die ich mit der Kamera mache, macht ihr jetzt quasi mit. Da sieht man mich nochmal. Jetzt gucken wir mal. Ich möchte diese zwei Stahlseile hier in eins bringen. Dann hätte ich hier so das Dreieck. Also eine Dreiecksform, spitz zulaufend oben zum Brückenkopf, nenne ich es mal. Wetter ist natürlich bescheiden, so dass ich das wahrscheinlich in Schwarz-Weiß entwickeln werde, wenn es mir denn überhaupt gefällt. Ich nehme euch jetzt nochmal hochkant. Könnte man sogar die Bahn noch ein bisschen mit Kontrast, ja, die Lampe nicht. Ah, jetzt fährt sie los. Können wir noch ein bisschen Verlicht machen, die Bahn. So, naja, ob mir das gelungen ist, werden wir jetzt gleich sehen, oder werdet ihr jetzt dann sehen. Ich weiß es noch nicht. So, wir sind raus aus dem Bahnhof. Bisschen schnaufen. Da haben wir den Bahnhofseingang. Und da waren wir drin, die ganze Zeit in den Unterführungen. Und wir gehen jetzt mal hoch. Hier haben wir ja die Brücke. Und hier haben wir eine schöne kleine Wendeltreppe. Aus Beton, wo wir schon hochgekommen sind. Okay, da runter zu fotografieren ist jetzt nicht so toll wegen dem Müll. Aber wenn ich runterkomme, probiere ich mal nach oben zu fotografieren. Man sieht es ja hier schon, so Treppenhäuser sind ja auch immer schön. So, am Bahnhof sind wir jetzt fertig. Der liegt hier hinter uns. Wir gehen jetzt mal noch zum Bahnhof Mitte. Da ist eine schöne Bahnhofshalle. Und dann werden wir auch schon wieder unterwegs sein. Habe ich dich gestört? Ja. Nee. Werden wir schon wieder unterwegs sein zum nächsten Motiv, weil dann wird es so langsam dunkel. Wir sind ja noch voll im Winter und in der Winterszeit. Wir haben jetzt kurz nach 16 Uhr. Man sieht es wahrscheinlich auch am Bild schon. Jetzt laufen wir erstmal noch 2-3 Kilometer, bis wir da sind. Dann schauen wir mal, ob wir da eine schöne Bildkomposition hinbekommen. Und wenn nicht, wir sind zu dritt unterwegs. Ich weiß nicht, ob man es hört. Es gibt viele Fachsimpeleien. Man tauscht sich aus, man lernt immer ein bisschen was voneinander. Sei es jetzt Technik über das Fotografieren an sich, Blende, Verschlusszeit, ISO und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Oder was noch wichtiger ist, zum Beispiel den Bildaufbau. Wie mache ich den Bildaufbau? Mit was fotografiere ich es? Nutze ich die Verzerrung, nenne ich es jetzt mal, eines Weitwinkelobjektivs aus? Oder mache ich ein gleiches oder ähnliches Motiv dann vielleicht Richtung Telebereich, ab 100 mm aufwärts, Vollformat jetzt gesprochen. Nutze so ein bisschen diesen Komprimierungseffekt. Und von daher lernt man bei einem Fotowalk, wenn man nicht alleine ist, auf jeden Fall wieder was durch den Austausch. Und es ist auch nicht so wichtig, jetzt hier ein tolles Foto hinzubekommen. Aber ich denke, das eine oder andere habt ihr schon gesehen. Ihr könnt ja mal selbst beurteilen, unten in die Kommentare ablassen, was ihr von so einem Fotowalk oder von diesem Fotowalk jetzt im Speziellen haltet.
Wir sind da, Bahnhof Mitte. Ich hoffe, man sieht es noch und man hört mich. Nur die kleine Insta an. Und da gucken wir jetzt mal. Ob wir hier was ins Bild setzen können. So, wir sind am Bahnhof Mitte angekommen. Ich führe euch mal kurz rum, wie es hier ausschaut. Wir haben auch schon ein paar Bilder gemacht, machen können. Denn wie wir finden, die Halle. Hier die Bahnhofshalle mit den schönen Rundungen. Die hat natürlich wieder architekturmäßig was. Da vorne ist der normale Bahnsteig quasi und ab hier so fängt dann hier die Halle an. Und da haben wir ein paar Bilder gemacht. Andreas und Wolfram sind schon weiter vorne. Die fotografieren auch schon fleißig. Die haben auch Bilder gemacht. Das Motiv habe ich jetzt nicht angepeilt. Ist auch das Schöne an einem Fotowalk, dass jeder so seinen eigenen Geschmack hat. Und ich blende euch ja natürlich von jedem immer mal wieder auch die Bilder ein und schreibe auch drunter, von wem sie sind. Das gehört einfach dazu, finde ich, wenn man schon ein Fotowalk macht mit Freunden. Hier dann jetzt nochmal der Hinweis in eigener Sache. Geht bitte auch mal auf die Instagram-Kanäle von den beiden, denn sie haben sie machen kein YouTube. Also sie konsumieren nur, aber sie haben keine YouTube-Kanäle und sind auch nicht angemeldet bei YouTube. To be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention, don't turn me into what I'm not, I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. So, ein kleines Behind-the-Scenes-Video hier in der alten Stadtmauer mit Blick auf den Dom und ich glaube, es ist klar, was für ein Bild wir vorhaben zu machen. Wir sind nämlich hier nochmal nach Worms gefahren jetzt. Wir haben noch was geholt zum Essen. Aber jetzt noch gemütlich Raclette machen, wenn wir zu Hause sind, und es wird merklich kühler. Die Bäckerei ist hier ganz in der Nähe, wo wir geparkt haben. Beziehungsweise umgekehrt, der Dom ist ganz in der Nähe, wo wir geparkt haben. Da sind wir eben noch hingelaufen. Ich stehe jetzt quasi hinter dem Dom, dass ihr noch einen kleinen Eindruck davon habt. Die Blumenstadt Worms, hier steht es ja auch. Stadtmauer und Platz der Partnerschaft. Und hier lässt sich natürlich schön, gerade durch diese zwei Torbögen, dann das Hauptmotiv, der Dom, ablichten. Einmal ohne oder auch mit Stativ. Und wenn ich euch da mitnehme, haben wir hier so ein bisschen ortsmäßig Beleuchtung. Und da haben wir den Petersdom zu Worms. Ja, und vor dem Dom waren wir ja schon. So, meine Lieben, das war's mit dem Fotowalk für heute und wir sind gerade jetzt bei mir wieder angekommen, um uns eigentlich aufzuteilen und auszuschwärmen, jeder zu sich nach Hause. Und da hat uns die liebe Flori überrascht hier mit einem super klasse Essen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, halt Daumen nach unten. Gerne einen Kommentar da lassen und ich sage jetzt mal Prost. Prost. Zum Wohl. Mit den